Die vorliegende DVD enthält drei Themen, genau gesagt drei Vorträge über den sogenannten geschichtlichen Zion. Alle kennen den Begriff Zion. Bei allen Leuten ist er ein bisschen anders besetzt, anders eingefärbt. Und das genau war der Grund dafür, dass ich mich eingehend damit auseinanderzusetzen begann. Man sagt Zion und jeder meint etwas anderes. Und deshalb habe ich vorne angefangen, um zu zeigen, was ist eigentlich die Geschichte von Zion? Und dann erst kommen die Themen, was ist die innere Bedeutung oder die übergeordnete Bedeutung, welche die einzelnen Menschengruppen auswählen, um dem Zion so quasi Fleisch an den Knochen zu geben. Hier also fangen wir mit Zion an, wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Wie ihr ja wisst, hat Jesus gesagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und so war es denn auch mit der Eroberung von Jerusalem. Jerusalem, das ja ein Name ist für Zion, oder Zion, das ein Name ist für Jerusalem. Israel hatte schon längst nahezu das ganze Gebiet eingenommen, nur etwas blieb ihnen noch vorenthalten. Das war eine lästige Festung in den Bergen, wo die Jebusiter hausten, so etwas wie ein Wespen- oder ein Hornissennest, das ständig Israel in die Seite gestochen hat. Und es war, wie gesagt, David als einer messianischen Figur vorbehalten, diesen letzten Widerstand zu überwinden und damit eigentlich das ganze Land unter Kontrolle zu bringen. Dieser Geschichte werden wir nachgehen und wir sehen, es ist nicht nur diese Reihenfolge, die interessant ist bei Gott, dass er sagt, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein, was denn auch bei der Eroberung Israels genauso sich erfüllt hat, sondern dahinter liegt noch ein größerer Zusammenhang. Es geht nicht nur um Reihenfolge, sondern es geht um die Frage, wem gehört am Ende der Thron? Das ist die wirklich einschneidende Frage in der alten und neuen Heilsgeschichte. Wem gehört dieser Thron? Dieser Thron, der stehen muss auf dem Berg Zion. Das wissen alle. Okay, deshalb ist dieser Thron so lange umkämpft, dass wirklich nur der Vorläufer des Messias ihn erobern kann, David. Der hat es getan, das zeichnen wir ein bisschen nach. Man kann einerseits zurückblenden und sehen, wie schon bei Melchisedek dieses Salem oder eben Schalem in Erscheinung tritt zum ersten Mal, dieses kleine Nest, von dem niemand sonst je etwas schon gehört hat, wie es dann zu Jerusalem wird, das heißt ein Dörflein des doppelten Friedens, ganz genau übersetzt. Schalem ist eigentlich ein Dual, zwei Arten von Frieden sollen dort einmal hergestellt werden, Frieden zwischen Menschen, Frieden zwischen Gott und den Menschen, das ist hier schon implizit angesprochen. Und dann tauchen wir in diese abenteuerliche Geschichte ein. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Nicht nur die Geschichte, die sich ereignete, als David seinen Generälen befahl, diese Jebusiter jetzt zu überlisten und was sie dann gemacht haben mit dem Wasserschacht und so weiter. Es ist unglaublich, es ist spannender als ein Kriminalroman. Und dann eben, wer saß dort, was waren dort die Überreste des Riesengeschlechts, das Israel eigentlich schon besiegt hatte, seit längerer Zeit, aber das doch noch einen Rest übrig hatte hinter diesen starken Mauern von Jerusalem. Und dann wird man natürlich auch sehen, wie hat die heutige Ausgrabungsgeschichte quasi in den letzten 100 Jahren vieles zutage gebracht, wo man besser versteht, was das für eine Heldentat war, als die Generäle von David, eine Handvoll Leute, diese Stadt geknackt haben. Das ist Militärgeschichte, das ist gleichzeitig Archäologiegeschichte. Und schließlich wird die Bestimmung und der Charakter dieser Stadt ausgeleuchtet. Das also der erste Teil unserer Betrachtung, bezieht sich auf das historische Gebilde von Zion und seine Bedeutung im alten Israel. Der politische Zion. Im zweiten Vortrag, im zweiten Themenkreis, tauchen wir dann ein in die Geschichte mit und nach Jesus Christus. Wir wissen, Jesus hat zwei Drittel oder drei Viertel oder vier Fünftel aller Prophezeiungen, die im Alten Testament geschrieben sind, schon in seinem ersten irdischen Leben erfüllt. Und zwar plus minus hat sich alles auf sein Auftreten auf diesem Berg Zion bezogen.
Was ist dort geschehen und weshalb braucht es so viel Prophetie dazu? Das ganze Alte Testament ist Prophetie, was Jesus tun wird, wenn er auf dem Zion erscheint. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber das ist eben die Hauptsache. Er wird dort den Teufel besiegen, er wird dort die Menschen befreien, er wird sich dort als Messias krönen lassen, als ein verborgener König, aber doch als ein siegreicher König. Ein Sieg, der alle irdischen Siege weit überstrahlt. Dieser endgültige Sieg ist dokumentiert in den Evangelien, in allen vier, immer mit diesem großen Schwerpunkt, wo alles vollbracht wird am Ende der Leidenszeit, wie Jesus in den Staub sinkt, in den Tod hinabfährt und dann aufersteht am dritten Tag. Dieser endgültige Sieg ist schon eigentlich der Sieg, der vorweggenommen ist. Er wird sich dann noch mit der Zeit mehr und mehr enthüllen und erfüllen in Geschichte, in Zukunft. Und mindestens als ein Brückenpfeiler oder dann auch als Zentrum der kommenden Welt erweist sich dieses Jerusalem, in dem Jesus das Kreuz, unser Kreuz, getragen hat. Diese Geschichte wird sich erst im tausendjährigen Reich vollständig erfüllen, aber angefangen und in gewissem Sinn erfüllt hat sie sich schon. Ungefähr eine Generation nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, erfüllt sich ein böses Wort, das die Leute geschrien haben, als er ihr Kreuz getragen hat durch ihre Straßen. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, unglaublich. Warum haben sie das gesagt? Man weiß es nicht. Sie waren so verwirrt, sie waren so betäubt, sie waren dermaßen vom bösen Geist geritten, dass sie das Blut auf ihre Kinder riefen und genau nach einer Generation, also die Kinder dieser Leute, die das geschrien haben, haben dann erlebt, wie genau dieses geschah. Nämlich, als die Römer kamen und diesen Zion in Staub und Asche legten. Man kann sagen, als sich dann der Staub gelegt hat und sich die Juden die Augen rieben, weil sie nicht einmal mehr Zutritt hatten zu diesem jetzt römischen Quartier, zu dieser römischen Stadt, die dem römischen Hauptgott geweiht war, dem Jupiter. Als sie sich also die Augen rieben, merkten sie, sie haben ihren Zion verloren. Sie haben ihn verloren quasi für immer. Und dann zeichnen wir nach, wie es trotzdem, ob schon es eigentlich schon das Aus bedeutet hat für sie, indem man rief, hep, hep, das heißt nichts anderes als Hierosolima petitum est, Jerusalem ist gefallen. Ein Schmähruf, der durch alle Jahrhunderte des Mittelalters weiter sich fortsetzte und noch heute sein Echo hat. Als sich der Staub gelegt hat, hat man gesehen, die Juden fangen wieder an, zurückzukommen. In gewissen Jahrhunderten gelang ihnen das, in kleinen Quantitäten, in kleinen Haufen, zwischendurch einmal in größerer Anzahl ihre Stadt wieder zu besiedeln, manchmal eben unter der Gnade von Muslimen, die es ihnen erlaubten, dann von anderen Herrschern, die zwischenzeitlich dort das Sagen hatten. Immer hat man gesehen, die Juden wollen zurück. Es ist eine Geschichte von Auf und Ab, aber trotzdem, genau in dieser Geschichte widerspiegelt sich eigentlich der Vorgang, den Jesus mit einer Geburt bezeichnet hat. Das sind wie Geburtswehen. Zuerst einige verlorene Wehen, würde man sagen. Ein paar Wehen sind ja noch nicht eine Geburt. Aber die Geburt kündet sich eben an. Nämlich geschehen sollte das, was der Prophet sagte, ein Volk wird an einem Tag geboren. Wer hat das je gesehen? Ein Volk wird an einem Tag geboren. Wie kann ein Volk an einem Tag geboren werden? Das war natürlich immer die Frage. Und so verfolgen wir diese hochspannende Geschichte, die diesem Satz entlang geht, der am Ende des Sedermahls bei den Juden immer ausgesprochen wird, nächstes Jahr in Jerusalem. Man kann auch sagen, nächstes Jahr auf dem Zion. Man wird dort sehen, es gab Blütenzeiten des Judentums, wo sie doch wieder Tausende von Leuten dort wohnen hatten. Es gab einzelne Vorkämpfer, Juden, die aus Spanien kamen und anderen verfolgten Gebieten und die immer sagten, das wäre eigentlich unsere Heimat, solange wir können, gehen wir dorthin. Es gab dann massivere Zuwanderungen im 19. Jahrhundert, bereits als die Zaren ihre großen Pogrome machten. Es gab natürlich den Paukenschlag, Herzl, das werden wir beleuchten, Herzl, der eigentlich sehr, sehr viel zu dieser Geburt beigetragen hat. Es gab diese Zwischenkongresse, diese Zionistenkongresse in Basel, die dann eigentlich die, wirklich die Presswehren auslösten.
Aber die wirklichen Presswehen, ich glaube, das war der Holocaust. Also die Schweiz hat eine Bedeutung, Deutschland hat eine Hauptbedeutung durch die radikale Verfolgung der Juden. Schlussendlich hat die Welt eingesehen, wir müssen ihnen einen Platz zugestehen, solches darf nie wieder geschehen. Man muss diesen Satz relativieren, das werden wir in anderem Zusammenhang tun. Es gab die ganz großen Einwanderungswellen, schon vor dem Zweiten Weltkrieg haben sie angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich fortgesetzt und erst recht, als der eiserne Vorhang gefallen ist, als dann 1 Million Juden aus dem ehemaligen russischen Gebiet der UdSSR eingereist kamen. Das 20. Jahrhundert hat eigentlich diese Prophetie erfüllt, ein Volk wird an einem Tag geboren. Niemand hätte sich das vorstellen können und trotzdem ist es genauso gekommen. Der dritte Themenkreis, der dritte Vortrag, bringt einen völligen, man kann sagen 180 Grad drehenden Perspektivenwechsel, nämlich der religiöse Zionismus. Das, was niemand glaubt, das, was man heute nicht sagen darf, weil es eben als Antisemitismus abgestempelt wird. Darüber wird in der Schweiz nicht geredet, in Israel schon gar nicht. Bei uns Schweizern ist es vielleicht aus dieser generellen Neutralität und auch Naivität, die wir haben, aus diesem oberflächlich positiven Denken, diesem Humanismus. Bei den Israelis ist es natürlich der Reflex, der kommt, sobald irgendetwas gegen irgendwelche Juden ausgesagt wird, witten sie auch schon wieder einen flächendeckenden Antisemitismus und man kann gut verstehen, dass sie solche Theorien nicht hören mögen. In diesem Hintergrundbeitrag geht es vor allem um das Prozentjudentum. Das sind einige sehr einflussreiche Familien und die haben ein ganzes Volk in Geiselhaft. Sie nahmen das und sie nehmen das immer wieder in Geiselhaft und sie verstecken sich hinter den Juden, wo ich mal sagen würde, den Juden auf der Straße, ich meine das nicht abschätzig, einfach hinter den normalen Juden, die in ihre Synagogen gehen und die ihre Alltagsgeschäfte tun und die nach bestem Wissen und Gewissen Juden sind, manche liberal, manche orthodox, manche so ein Zwischending. Hinter denen verstecken sich Leute, die sehr viel Macht haben und die es immer wieder schaffen, dass sich die Wut der Völker gegen die Juden richtet, nämlich nicht gegen sie, sondern gegen den nächstbesten Blitzableiter, das sind eben dann die Juden irgendeiner Stadt, die Juden irgendeines Landstriches, und gegen die weckt sich dann oder erhebt sich dann die Wut der umliegenden Mitbewohner dieses Landes. Wo schlägt der Blitz als nächstes ein? Das ist immer die interessante Frage. Dieser rote Faden, der auftaucht, sobald man unter die Decke schaut, der rote Faden der Geistes- und auch der Religionsgeschichte und sogar eigentlich der Säkulargeschichte, also der Geschichte überhaupt, heißt Kabbala oder Kabbala, wie es die Juden sagen. Die Kabbala ist ein Mix aus jüdischen Grundsätzen, Glaubensgrundsätzen und der babylonischen Mystik. Judentum wird durch babylonische Mystik total verzerrt, in ihr Gegenteil gekehrt und aufpotenziert. Und es sieht fromm aus, während es im Gegenteil das etwas ganz anderes ist, nämlich so, dass als Jesus diesen Leuten entgegentrat, die eigentlich den babylonischen Talmud kannten, diesen Pharisäern, wie man sie nennt, er zu ihnen sagte, ihr habt den Teufel zum Vater. Er sagte es nicht, weil sie so gesetzlich waren. Deshalb hat Jesus nie einen Menschen als teuflisch bestimmt, sondern weil sie den Gesetzen der damaligen Esoterik folgten. Das war die Kabbala. Als sie dann vertrieben wurden, wie schon bereits erwähnt im zweiten Teil, haben sie verborgene Zellen in den Ländern der Vertreibung, in diesem Exil, das ja eigentlich europaweit war, aufgebaut. Und einige haben sich immer an diese Grundsätze gehalten, die sie von ihren Vätern mitgenommen haben. Ich kann das im Trailer nicht genug deutlich ausführen, man glaubt es oder glaubt es nicht, aber wenn man ins Einzelne dann geht, wird man sehr vieles verstehen und nachvollziehen können. Und nun kommt das Verhängnis der Geschichte. Es gab zwei große Blöcke, die aufeinander trafen.
Das eine ist eben der Hass der Christen auf die Juden aus verschiedenen Gründen. Das andere war der Hass der Juden auf die Christen. Einen Schlüsselteil in dieser ganzen Entwicklung nimmt ein Brief aus dem 14. Jahrhundert aus Spanien ein, wo ein Rabbi Chamon, den damaligen Hohen Rat oder der Rat der 70, der in Konstantinopel war, anfragte und sagte, was sollen wir tun? Wir werden gezwungen, dem Katholizismus dort überzutreten. Die Antwort kam aus Konstantinopel, heute Istanbul. Befolgt ihre Anweisung, aber wenn ihr dort seid, in dieser Kirche, in dieser Kultur, beginnt einfach unter dem Deckmantel dieses aufgezwungenen Christentums diesen Leuten Schaden anzutun, so viel ihr könnt. Und so tragen wir einen großen Teil der Verantwortung, dadurch, dass wir sie in die Enge getrieben haben, in die Ecke getrieben haben, zur Verzweiflung getrieben haben, auch zu Verzweiflungstaten getrieben haben, weil wir sind wirklich unglaublich unzimperlich mit ihnen umgegangen, durch all die Verfolgungen, die wir immer wieder vom Zaun rissen. Und so kam es eben, dass die ersten Juden aus diesen Geheimzirkeln, wie zum Beispiel Ignatius von Loyola, der ein Jude war, der Kirche als eifrige Mitglieder beitraten, um eigentlich diese Kirche zu unterhöhlen. Das waren die Jesuiten. Es kam dann schlussendlich zum Rauswurf der Jesuiten aus der Kirche, weil sie einfach überall, wo sie auftraten, Schaden anrichteten und die Leute hintereinander brachten. Weil das war eben ein Machtspiel. Im gleichen Jahr, wo sie aus der Kirche geschmissen wurden, etwa 1773, haben Leute aus ihren Kreisen die Freimaurer gegründet. Das war nun die weltliche Variante von dem, was sie vorher in der Kirche taten. Natürlich gab es die Freimaurer schon seit 1717, das sagen sie oder nennen sie als ihr Gründungsdatum, wurde jetzt gerade gefeiert, 2017, letztes Jahr, mit großen Auftritten und Museumsausgestaltungen und so weiter, eine Art Reinwaschung. Aber durch den Einfluss von Adam Weishaupt, diesem ausgetretenen Jesuiten, der dann einen Zweigladen in der Welt, eine säkulare Organisation aufbaute, unter seiner Leitung, wurden alle diese Freimaurergruppen auf die Linie der Illuminaten gebracht, das heißt eigentlich der obersten Liga, die alles schön unter einer sehr strammen, sehr streng ausgerichteten, sehr disziplinierten, sehr verschwiegenen Gesellschaft haben wollten. Und dann kam eben die Unterwanderung in sehr viele verschiedene gesellschaftliche Gebiete, zum Beispiel Familie, Religion, Glaube, souveräne Staaten sollten abgebaut werden. Alle diese Dinge sollten abgebaut werden, denn das sagt die Kabbala. Werden sie abgebaut, dann entsteht Raum, aus der Asche kann der Phönix auffliegen. Erst auf den Ruinen des Abendlandes wird sich eine neue Form von Staat, von Gesellschaft aufbauen können. Gesundheitswesen gehört auch dazu. Ökonomie ist vorrangig dabei, also die Wirtschaftsordnung wird umgestürzt. Medien und Unterhaltung kommen unter ihre Kontrolle. Kultur, Wissenschaft und Erziehungswesen, all das soll einem solchen Zweck dienen. Dafür war diese Organisation verantwortlich. Vor allem waren diese Leute die Vorreiter des Sozialismus, Wegbereiter für eine Weltregierung. Der Mittelstand muss verschwinden, denn er ist ein zu starkes Hindernis, wenn man die Menschheit versklaven und einer Weltordnung unterwerfen soll oder will. Verschuldung ist ein großes Thema, denn dadurch kann man die Leibeigenschaft der Menschen erzielen, was ja in der Offenbarung beschrieben wird. Dieser falsche Zion, dieser falsche Messias, dieser falsche Tempel, das kennen wir alles schon aus der Bibel, aber es gibt eben nachvollziehbare historische Schritte mit nachvollziehbaren historisch feststellbaren Gruppierungen, die das bezwecken. Das ist eigentlich diese jüdische Elite, die ihr Volk schützen sollte vor Verderben, aber genau das nicht tun werden, sondern sich eben hinter ihnen verstecken und sich dadurch eben schützen können, die sich auch schützen werden oder wollen vor jeder künftigen Verfolgung, weil das Heidentum unterjocht ist. Diese Theorie wird natürlich als Verschwörungstheorie gebrandmarkt, aber schaut einmal die Details an, ihr werdet sehen, es ist nicht Antisemitismus, sondern die echten, die abgründigen Antisemiten, die sitzen wie im Alten Testament schon im eigenen Volk. Sie nennen das Auserwählung, aber ich glaube, wir sehen sofort, dieser
spezielle religiöse Zionismus, der hat eine falsche Auserwählung in seinem Blickfeld und dem werden wir nachgehen.